So, Hinak zwischendurch. Wir sind hier. Das ist zwar das aktive und renovierte Gebäude, aber die Überwachungskameras, die sind so riesig, als wären wir noch in der DDR zu Stasi-Zeiten. Dieses halbrunde, hohe Gebäude ist noch ein Stasi-Museum. Und der Rest, man sieht es auch vom Dach, Wohnung, Verwaltung etc. Wir sind hier in Leipzig am Dietrichring und ich bin hier im Innenhof, der zu DDR-Zeit Stasi Leipzigs. So, wir sehen jetzt hier, das sind alles die Stasi-Gebäude und das ist alles unbewohnt und kaputt. Ich war hier auch noch nie. Auch dieser Teilanbau sieht nicht gerade einladend bewohnt, renoviert aus. Genauso wenig wie die Garagen, die aber sicherlich genutzt werden. Da gehen wir noch mal ein Stück weiter. Also all diese riesige Verwaltung hier, diese Gebäude, das waren nur für Leipzig die Stasi-Mitarbeiter. So sieht's aus. Ja, wir sind in der Zeit 2024 nicht mehr allzu weit davon entfernt, die Grünen und die Linken mit Nancy Faeser an der Spitze sind am Delegitimieren der Demokratie, Presse- und Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, mittlerweile sogar teilweise verboten und untersagt. Nah dran an genau diesen Gebäuden und dem Geiste, der vor über 30 Jahren hier schwebte. Gute Nacht, Deutschland. Herzlich willkommen, DDR 2.0. Hinak!